So Leute, nächste Folge Argos Maul. Wir haben letzte Folge noch gefightet. Ich bin auf der Flucht. Wir haben unsere Tames leider verloren. Das war, by the way, schon wieder meiner mit Imprint, ne? Ja. Bin, by the way, unter unserer Base, direkt an den Spikes. Okay. Da, wo... Vermutlich ungefähr da, wo sich Huni und Dingens hochgegrabbelt hatten. Ich hüpfe da gerade ein bisschen rum. Bitte connecte. Ja. Okay. Vielleicht kann ich mit Fallschirm direkt in die Base springen. Ja, ich bin da. Ja, da standen halt drei Spikes, waren halt um mich gebaut. Und vorne waren zwei oder drei Deodons, zwei Enkis und Wölfe, wilde. Haben die durch die Spikes durch dich gehittet oder was? Nee, vorne und ein Ausgang. Drei Spikes gebaut wie so eine Art Gasse. Und am anderen Ende der Gasse standen halt die ganzen Viecher und haben sich geprügelt. Also der hat nicht mal mich gehittet, der Enki, sondern Deodon. Daneben. Aber ich hatte, okay, als die gebolert waren, hatte ich extra sogar die Anki gehittet, damit die da mit draufschlägt. Ja, die also, hat mich halt getötet. Ich weiß halt nicht, ob die auch noch Viecher verloren haben oder so. Wie gesagt, ich hatte halt eigentlich ganz gerne den einen Player gefokust. Ich lief da halt auch die ganze Zeit nur zu Fuß. Ich hätte halt meinen Loot da ganz gerne wieder, ja, aber die werden da jetzt hingegangen sein wieder, oder? Ja, scheiß auf unseren Loot, ganz ehrlich, wir haben genug Stuff. Wir können das halt jederzeit neu craften. Wichtig ist, dass wir Gegner töten. Der Loot, ich töte auch lieber drei Gegner und lass dafür den Loot liegen. Scheiß ist, wir haben beide schon wieder unsere Viecher verloren. Ich weiß nicht, ob die eventuell ihr zweites Vieh verloren haben. Auf jeden Fall ist halt einer von denen gestorben. Heißt, wir haben mal wieder 1 für 1 getradet. Nur dass wir wieder beide Tames verloren haben und die nur ein. Der ist halt sofort mit dem nächsten Wolf da gewesen. Der ist halt sofort losgerannt, ne? Und du überleg mal. Wir waren jetzt, du kannst ja mal die Karte gerade aufmachen. Wir waren in der Bucht. Die siehst du ja. Und die sind im Spawn gewesen, ne? Also, das ist halt, der ist halt direkt drauf und go. Mit einem Tame. Also wenn es nicht, gut, es muss jetzt nicht weiter sein, aber es ist zumindest ähnlich weit. Deswegen, also, gut, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr auch sagen können. Ich habe einmal gesagt, ich fight halt noch mit dem, aber... Ich habe halt null Plan gehabt, wo du bist. Also, das war gar nicht so folgern aus dem, weil du sahst erst dann zum Schluss. Also, meine ist in der Bucht, aber da war ich dann auch schon unten. Da ja, wir haben doch in der Bucht, gewesen, wir haben doch in der Bucht gefightet mit denen. Nur halt, ich hab halt von uns aus am anderen Ende der Bucht. Unsere Smithies, weil wir ziemlich voll. Gerade mal. Gut, wir haben auf jeden Fall irgendwie Ghost mehr oder weniger umgebracht. Ich glaube, der wurde nachher von den wilden Viechern gegessen, weil alles von denen irgendwie kurzzeitig gebolert war. Das war halt genauso, wie es halt sein soll, aber dann ging es halt. Ja, ich habe halt mein Tame halt auch dabei verloren, als ich versucht habe, dich irgendwie da zu whippen. Ich weiß nicht, warst du freigewippt? Das hätte ich nicht gebaut, ich hatte halt, die haben mich nicht einmal richtig gehittet, ich hatte ja mein scheiß Schild, das ging voll klar. Ja, das Ding ist, mein Tame war halt mega blutig und ich bin aber zu dir, weil ich auf keinen Fall wollte halt, dass du drauf gehst. Ich hatte halt easy, also das war halt, ich war knapp davor, ich hatte im Grunde fast beide Wölfe und den aus dem Spiel genommen. Also der eine war tief orange und der andere hoch, also die waren, ja, und die Bullard halt. Deswegen hatte ich gedacht, die Viecher halt weg, weil dann sind die halt zu Fuß einfach nur noch da und die haben... Ja. Ich breede mal eben die Wölfe hier. Das war jetzt dein Imprinteter, ne? Ja. Na gut, vielleicht kriegen wir ein Weibchen. War halt das auch ist nicht, ja. Also. Das ist jetzt auch nicht ganz so wild, so wir haben jetzt. Ja gut, ja, wir haben jetzt das imprintete Männchen verloren, so. Vom Wolf und vom Saber. Weißt du was? Sei's drum, dafür haben die ein Leben weniger. Vor allem das Ding ist ja auch noch, Rapix hat ja auch schon Leben verloren. Oder ich glaube, also eins oder zwei oder so. Wir sind nach wie vor das Team mit den meisten Leben. Ich glaube, Scumbag und Kay sind beide auf 8. Wir sind jetzt auf 8 und auf 10. Und Ghost ist halt jetzt runter, glaube ich, auf 6. Und das Ding ist halt, wenn Ghost raus ist, denke ich mal, würde Rapix ihm wahrscheinlich noch was traden. Und beim Traden, auch für die Zuschauer nochmal, sollte der Fall passieren, dass Nogga zum Beispiel noch Leben hat und ich bin auf 0, kann Nogga mir x-beliebig viele seiner Leben abgeben. Allerdings für diesen Trade, sage ich jetzt mal, also für den Handel, dass wir tauschen, verliert er ein Leben. Das ist quasi die Zusatzstrafe. Bedeutet, er hat 8, ich habe 0, er gibt mir 5, dann hat er noch 3, verliert aber noch 1 zusätzlich wegen des Trades. So. Wir haben jetzt noch 15 Minuten in der Folge, danach ist auch Session-Ende. So häufig so dumm daneben geworfen, immer so close. Auch jetzt gerade die ganze Zeit. Jedes Mal, Rapix hat mir quasi nur die Bolas aus dem Inf mal wieder gebaitet.
Ich meine, ich hatte genug, aber das Problem ist, in der Sekunde, wo ich aufhöre, Bolas zu werfen oder im Wasser, nicht mehr im Wasser bin, kommt er halt sofort und beißt mich. Hätte ich da einen einzigen Bola vernünftig getroffen, ne? Ich glaube, ich hätte ihn tatsächlich machen können. Also, das hat halt voll, war halt voll gut. Also, ich habe halt echt, also, gefühlt halt, war fast jede Bola irgendwie ein Hit, die wir darin geworfen hatten. Ja, ich habe auch. Und du hast eingehittet, ich habe direkt danach noch eingehittet, aber. Ja, war halt schon wieder mega unübersichtlich, so. Ich meine, vielleicht in dem Getümmel wäre es vielleicht geiler gewesen, du hättest dich selber vielleicht sogar in Spikes eingebaut, die uns gehören. Hättest die dementsprechend einfach wieder abreißen können. Das ist halt, da denkst du halt auch im Nachhinein nur drüber nach. Ich glaube, das hat auch nichts gebracht, weil ich hätte die gar nicht setzen können, weil die wilden Viecher da waren. Also das Problem bei mir war einfach, dass ich Ebolab war. Ich nicht Endbolab wurde und in dem Moment halt einfach wilde Deodons, Wölfe und Enkis auf mich eingeschlagen haben. Ich bin halt auch gerade in der Sekunde, wo du geschrien hast, du bist gebolert, mit 100 HP aus dem Fight rausgekommen. Du musst halt quasi zurücklaufen und hab halt gesagt, komm, scheiß auf den Tame. Ich whip dich halt von meinem Tame aus. Und hab mehrfach auf dich eingewippt. Das Problem ist, der andere Typ stand mit dem Wolf direkt daneben und hat halt auf dich eingebissen. Dementsprechend hat er auf Dauer meinen Wolf halt einfach, meinen Saber kaputt gebissen. Aber sei's drum, so, der Tame ist da ja dann nicht so wichtig. Schade, dass du im Nachhinein das nicht da ganz überlegt hast, sonst hätten wir vielleicht 2-0 oder 2-1, 1-0 getradet oder so. Jetzt haben wir halt schon wieder 1-1 gemacht. Das Ding ist, ich glaube, beide sind an wilden Viechern verreckt. Ach scheiße, jetzt brüte ich in der letzten Folge einen aus und danach geht der Server runter. Muss wahrscheinlich genau dann, wenn der Server down geht, imprinted werden ungefähr. Ja, ein bisschen danach. Also nächstes Mal zum Serverstart direkt Pause reinhauen auf jeden Fall. Ja. Und wir haben jetzt hier noch 2 Saber. Beziehungsweise 3 Saber. Was? Moment mal, die haben Mate Boost? Beide männlich? Wo ist denn der dritte Saber? Bin ich bescheuert? Da. Und der hat 2 Tage Cooldown. Also wir können halt den weiblichen Saber jetzt auch free usen, ne? Ja. Wo stellen wir den jetzt mal hin? Stell die jetzt einfach neben die Daeodans, glaube ich, oder? Ich verhungere. Irgendwie alles nicht so geile Orte für die Finger. Ja. Komm, stellen wir die Lauftiere jetzt doch da hinten hin. Obwohl ich dir vor 2 Folgen gesagt habe, lass die mal nicht da hinten hinstellen, stelle ich sie jetzt selber da hinten hin. Nice. Gott, Alter. Ich weiß aber nicht, wieso ich dich nicht freigeholt bekommen habe, keine Ahnung. Was halt so ärgerlich ist, ich habe halt... Ja. Weißt du, da steht dann halt so ein Spike-Ding vom Gegner. Du kannst selbst keine mehr setzen und die wilden Viecher stehen vor dir... Also ich weiß halt nicht, wie Lordo war es. Im Zweifelsfall halt eine Sticky Nate an die eine werfen und dann einen Schritt zurückgehen, wenn du kannst. Spikes müssten One-Hit von der Granny sein. Und dann halt einen Abgang machen irgendwie. So, Direwolf Baby. Männlich. Aha. Mann. Aber allerdings Level 70. Also. 3 Level höher als der du vorher hattest. Mann, was kriegen wir denn nun, Männchen? Jetzt können wir schon wieder Weibchen tame gehen. Jetzt haben wir wieder das Saber-Weibchen, kannst du knicken. Das ist schon von Dingens. Und jetzt das Weibchen, was wir vorhin von den Wölfen geholt haben, kannst auch wieder knicken. Jetzt können wir halt jetzt wieder auf den Wölfen los haben. Aber man muss dazu sagen, dafür, dass wir 2 eigentlich ungelevelte Tames hatten oder nicht so hochgelevelte. Gut, wir haben beide Tames verloren, aber wir waren halt auch... Ah, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre, hätten wir vielleicht irgendwas gehabt, einen Mate-Boost. Wahrscheinlich wären 2 Mate-Boosted Wölfe wäre für uns geiler gewesen. Da hätten wir zu zweit ihren Wölfe einfach totgebissen. Ja gut, hätte, wäre, könnte, weiß ich nicht. War ein Try. By the way. So, ich guck mal kurz in Tri-Block. Dein Sabertooth Level 98 wurde gekillt von Pussycat. Was? Pussycat Gato. LOL. Er hat sein What? Level 133er Direwolf heißt Pussycat Gato. Sonst geht's aber gut, oder? Dein Direwolf.
Dann Direwolf Level 113 wurde gekillt von Pussycat Carter Level 133. Alter Vater. Das ist derb. Das ist schon ziemlich. Da steht aber noch nichts von unserem Schild. Das behalten wir auch mal für uns, ne? Keine Ahnung, vielleicht, wenn die von alleine halt irgendwann auf uns zukommen und uns das sagen, dann haben sie es halt gefunden. Aber ansonsten bleibt das halt erstmal unser Keimis. Ich brauche neue Munition auf jeden Fall. Aber wir hatten noch Money. So, ein bisschen Shotgun-Money brauche ich noch. Und kein Metal mehr. Drin. Weiß ich nicht, wollen wir die Forges noch voll machen oder sowas? Oh, also, voll mit Holz zumindest, dass das Holz wieder läuft. Wir sind ja alle aus. Ja gut, dann lass uns das noch machen. Wir haben jetzt noch 9 Minuten. So. Ich nehme den Rex und lauf schon mal los. Meintest du eigentlich mit dem Holz nachspawnen, das Holz, was hier direkt vor der Base ist? Ja. Ja, klar, dass das nachspawnen. Hier ist auch keine Foundation in der Nähe. Die von der Mauer, ich hätte gedacht, das reicht. Nee. Ist nicht weit genug. Dup-di-dup-di-dup. Kann ja nicht sein, dass nach jedem Fight Rapix und ich übrig bleiben da. Vor allem, er hat eigentlich jedes Mal eine überlegene Position gehabt. Aber meiner Meinung nach nutzt er sie nicht wirklich. Also er spielt, also ich finde, er spielt zu passiv. Irgendwie. Könnte viel mehr machen. Er hatte mich halt... Er ist auf Vieh, ich nicht so. Klar, dass er sich jetzt nicht vor Free Bowlern lässt, aber an seiner Stelle, wenn er mich einfach noch ein, zweimal gebissen hätte, zusätzlich, bevor ich ihn richtig bowler, wenn er in mich reinrennt, selbst wenn ich die erste Bowler hätte, habe ich 30 Sekunden Zeit, ihn zu töten, bevor sein Vieh wieder auf mich losrennt. Als wenn er nicht Lowlife ist, hat er die absolute Vorteilsposition. Und er versucht halt mit seinem Vieh so lange um mich rumzuspringen, bis ich keine Bowlers mehr habe oder bis ich aufhöre zu werfen. Habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das hätte er besser gemacht. Er wird letzten auch schon Bowlers geworfen haben, also... Ja, auf mich hat er keine geworfen halt. Also er ist halt offensichtlich um mich rumgesprungen und hat versucht, dass ich halt keine mehr kriege. Oder keine mehr habe. So, nur dieses Mal hatte ich halt mehr als 10 dabei, also hatte ich halt 20. Und ich hatte jetzt auch gerade immer noch welche gehabt. 3 Stück oder so hatte ich, glaube ich, noch. Nur wie gesagt, wäre der halt einfach... Also mit so einem Wolf, ne, wenn er einfach noch zweimal mich gebissen hätte... Wäre ich halt tot gewesen. Beziehungsweise, was heißt tot gewesen? Aber ich wäre halt ziemlich, ziemlich low gewesen. Speziell, weil er mein Leben sehen kann. Dass wir uns halt schon wieder Wolf mit denen auf den Tierfight einlassen. Das ist also schon wieder so, eigentlich, also... Du kommst vor denen nicht weg. Wie willst du denn vor denen wegkommen? Ja, natürlich, klar. Sind ja, schnell. Ja. Ich hab da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da confident, was das angeht. So, wenn die Tiere alle gebollert sind, geht nur darum, wie man spielt. Und ich, meiner Meinung nach, haben wir das gerade besser gespielt. Also das war halt, das Ding war, die Viecher waren die Bolas. Dann war halt, also mein Gedanke war, die Viecher halt auf dem Spiel zu nehmen. Dass wir dann halt die Wölfe haben und uns und dann halt, weil ich wusste halt, wenn die scheiß Viecher rumrennen und uns hitten, ich hatte halt keinen Bock wieder durch den Wolf von denen zu verrecken wie letztes Mal. Ist richtig. Die müssen halt weg, das war halt. Ja. Ist richtig, nur du musst dafür eine ganze Weile stehen und wenn die dich dabei erwischen, kommen die dich halt sofort bolern. Also, das weiß ich nicht. Da war halt keiner, die sind da um dich rumgerannt und waren. Ja, die sind von einem wilden Vieh weggerannt und ich bin einem hinterhergerannt. Das Problem ist, ich habe ihn nicht gekriegt und er ist auch gut weggekommen. Ich glaube, hättest du den vielleicht noch zweimal gebissen, wäre der wahrscheinlich im Arsch gewesen. Das war halt auch Ghost. Der Wolf war halt tief orange bis rot, also da hätten vielleicht noch 5, 6 Bisse gefehlt. Ja.
Ja, ich glaube, das war auch Ghost, den ich da verfolgt habe. Der ist nämlich dann nachher so häufig von einem wilden Vieh gebissen worden. Er wurde richtig hochgenommen. Und jetzt gerade halt hat mir zum Glück noch ein Yuti zur Flucht verholfen. Aber wir haben jetzt übrigens gleich kein Holz mehr an unserem Spot. Also der Yuti hat mir tatsächlich ein bisschen den Arsch gesaved. Ultra müdend und langweilig, weil das ist halt immer so dieses, also es ist halt immer das Ja, aber was willst du denn sonst für einen Fight haben? Irgendjemand kriegt, ja, weiß ich nicht, also da würde ich halt fast lieber zu Fuß unterwegs sein, muss ich ehrlich sagen, weil... Ja also gut, aber der andere ist es leider nicht zu Fuß, deswegen musst du es halt machen. Das ist das Problem. Ja. Also sie können sich zumindest nicht beschweren, dass keiner mit ihnen fightet. Weil ich meine, wir fighten mit ihnen. Jo. Machst du gerade wieder dein Equi oder was machst du? Ja. Okay. Aber wenn wir die Zeit haben, können wir halt auch das Equi im Schrank halt einfach Schrank-Equi sein lassen. Sag mal, kann es sein, dass dir Sachen fehlen in deinem Schrank? Ich hab mir jetzt, den mache ich gerade wieder voll. Ich hatte mir ja den Achso, achso, okay. Ja, wie gesagt, also dafür haben wir die Schränke halt, wie gesagt, also ein bisschen schneller halt, da hätte es mir vielleicht helfen können. Ich meine, in der Sekunde, wo wir darüber gequatscht haben, war Ghost halt offensichtlich schon wieder am Strand mit einem Wolf. Und die liefen zu zweit am Strand rum und haben mich halt im Wasser gesucht. Das Ding ist, ich habe mich halt über den Meeresboden weggegrabt. Bin halt irgendwo anders rausgegangen und glücklicherweise war da ein Yuti. Da habe ich auch erst dran gedacht, in der Sekunde, wo die von dem Yuti disabled wurden. Sag mal, wollen wir eigentlich Medical Brew oder sowas noch herstellen? Auf Dauer. Jetzt. Ja, können wir schon. Brauchte man für irgendwas eigentlich noch gekochtes Prime Meat? Für Prime Jerky, also für Jerky und dann Kibble, aber das werden wir eh nicht machen. Ja gut, dann Lass ich das Prime jetzt einfach verrenken. Ich hab's jetzt nochmal neu gestapelt, aber dann lass ich es halt einfach verderben. Ja. Ah, wir haben eine bessere Armbrust, sehe ich gerade. 135 Damage. Nice. Ja gut. So, noch 2,5 Minuten ungefähr. Wir dürfen laufen wieder. Ob Holz haben wir ja noch, Metal haben wir ja noch genug. Pack jetzt erstmal wieder alles weg. Ja, ich wollte noch ein bisschen Muni herstellen. Schießpulver fehlt. Ist das alles, was wir an Schießpulver gerade haben? Ah, okay, nevermind, ich habe nichts gesagt. Wir sollten den Schießpulvermörser, glaube ich, ausräumen. Ja. Ich hab jetzt auch gerade aus dem linken was rausgenommen. Ich glaube, das war ja nicht so gedacht, ne? Können wir auf alle drei verteilen. Ah, ich habe jetzt nochmal 500 in den anderen wiedergelegt, aber wir müssen ja auf jeden Fall etwas leerer machen. Ich stelle jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge Shotgun-Money her. Ja. So, einmal alles reparieren. Ach ja. So. Ich glaube, bis auf Bolas habe ich wieder alles. Ich verbrauche auch gerade ziemlich viele Fasern. Craft ist einfach mal noch ein paar mehr Bolas für Reserve zur Not. Ja. Ich kann noch mal 10 in meinem Schrank gebrauchen. Ach, gerade Stimman Hardcore den Arsch gerettet.
Bisschen Inf sortieren noch. Ja, sie sollten halt ordentlich Bolas machen. Also ich crafte jetzt gerade einfach. Halt so OP. Ich werde jetzt ab jetzt nur noch Bolas spammen. Das ist halt lächerlich. Also. Wenn halt ein paar wilde Viecher bleiben, dann halt out. Dann ist halt nichts mehr zu machen. Ja, wie gesagt, ich glaube, die wilden Viecher haben in dem Fight beiden geschadet. Also ich glaube, du und Ghost, ihr wurdet beide von wilden Viechern gegessen. Ghost ist halt auch die ganze Zeit gerannt. Er soll mich halt. Ja. Rapix hat, glaube ich, versucht. Wenn sie mich erschießen würden, dann sollen sie mich halt einfach erschießen. Da habe ich halt. Da kann ich halt. Das ist halt normal. Das ist halt in Ordnung. Das kann. Aber durch so einen scheiß Wildvieh-Kill, das kotzt mich ultra an. Ja, es ist, vor allem ist es auch schwierig, nein, dann zu sagen, wie kommt man da raus. Wie gesagt, das Einzige, was wir wahrscheinlich hätten machen können, wären die Dinger aufschränken. Oder mir sagen, so von wegen, ich bin gecaged. Also, und warte, du hast gecallt, du hast. Ich war weg aus der Situation. Und dann kommt halt noch eine so eine scheiß Keule an und killt mich. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich halt easy weg gewesen. Vielleicht weggraveln auf dem Boden oder so? Keine Ahnung. So ist das Ende. Server geht jetzt auch aus. Ich guck mal eben ganz, ganz schnell noch, wie weit oder wann der Wolf imprinted werden muss. 11 Minuten. Heißt, wenn der Server jetzt gleich ausgeht, haben wir das nächste Mal noch ein Sekündchen Zeit. Ah. Okay, gut. An der Stelle würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nogga ist ein bisschen getiltet, wie man hört. Nein, das ist verständlich. Musst du nochmal raus? Nee, ne? Nee. Oh. Und ja, trotzdem wurden für Wand getradet. Wir sind immer noch die mit den meisten Leben, also alles soweit fein. Wir haben immer noch keinen Rex und wir verlieren wieder ein paar Tames, aber so ist es halt. Immerhin ziehen wir den Gegner noch Leben. Gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao.